Bilder mal wieder. Ein Movie von mir. Und Otto? Oh, sagst hallo? Und wir befinden uns heute im Icon Siam. Es ist ein riesengroßes Kaufhaus in Bangkok. Ich setze euch den Link drunter. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da wollen wir mal gucken. Also, es ist ein Riesenkaufhaus. Und eigentlich würde ich sagen, guckt selber. Also, es ist von außen schon wunderschön. Und die Inneneinrichtung sensationell. So, ihr seht es hier. Und ich würde sagen, wir machen da mal ein Movie und dann zeige ich euch das mal. So, komm, wir gehen mal eine Etage runter. So, also es ist so, dass hier ich nur Geschäfte gesehen habe, die original sind. Ich habe also hier noch keinen Stand gesehen, wo irgendwas anderes verkauft wird. So. Also wir sind jetzt hier in der Bekleidungsetage. Ihr seht es hier. Also es ist ja so, ich komme aus einer kleinen Stadt und so große Einkaufseinrichtungen ist immer nicht gewöhnt. So, wir sehen hier alles sehr, sehr schön. Es ist natürlich Musik. Ich muss durchgehend reden. Bang & Olufsen, alles da. Samsonite. Und da vorne kommt die Sportabteilung. Oh, guckt euch das mal an. Ja, das ist ja, es sieht schon schickimicki aus. Hier die ganzen Rolltreppen, diese diversen Ausstellungsstücke. Ja, weil super, ja. So, man hat sogar Birkenstock. Na, das ist ja ein Ding. 10% Rabatt. Aber Birkenstock wollen wir nicht. So, also es ist alles schon sehr schönes Geschäft. In der Weihnachtsvorbereitung. Ja, da gehen wir natürlich hin. Ihr seht das. Hier kann man sich mal ausruhen. Meeting Point One. Und na klar, gehen wir auf für Otto. Ein Tiger. Aber ich denke mal, das wird von... es ist ein Laden. Die stellen sowas her. So, komm, wir gucken noch mal rum. Wir wollen den Leuten das mal zeigen, wie schick das hier ist. So, also hier hat man ja, um auch alle zu nennen, Nike war da vorne. Oh, wenn die gute Tante spricht, könnte ich mich mal kurz erholen. So, hier mal wieder Sonderangebote, aber ihr seht, es ist jetzt, will ich mal sagen, für einen Wochenendeinkauf nicht unbedingt zu viel los. Also, wir haben ja nicht viele. Oder wir sind in der verkehrten Abteilung. Ja, Weihnachten. So. Hier haben wir nochmal Fashion. Starbucks. Oh, hier haben wir die andere Seite. Ja, na du natürlich. Yeah. Yippie! So. Warte, ich zeig den Leuten nochmal hier, wie das von hier aus aussieht. Boah! Ja, ist doch, also ich finde für Bangkok doch schon ganz schön leer. Aber guckt euch das mal an, es sieht schon toll aus. So, ich würde sagen,
Ja, wo wollen wir hingehen? In die Werbung. In die Werbung. Also man sieht es ja, es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stöckig. Großen Schritt. Yeah. Und wir befinden uns im zweiten Stock. Nein, im dritten. So, komm, wir gucken mal in die Mitte runter. Ja, es ist alles da. Es ist wahrscheinlich, wenn ich das hier sehe, fast, das ist ja für Varangs. Das ist ja eine Winterkollektion. Und für die Chinesen natürlich. So. Wir haben hier auch immer vereinzelte Restaurants, einmal kleine Händler, aber ich denke, original. Ja, sieht er, überall immer mal Bänke, aber für Kinder haben wir noch nicht gefunden. Hä? Da müssen wir noch mal gucken. Ja, hier haben wir die andere Seite. Wunderschön. Ist doch schon was los. Hier haben wir wieder Weihnachten. Ui, 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 ui. So. Also die Bauweise ist schon sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir leicht, locker, feucht und fröhlich an H&M vorbei. Und wie gesagt, wir sind international. Es ist so, dass ich einige Läden nicht unbedingt kenne. Wie er hier, der GD ist klar. So. Und Otto ist schon wieder völlig fertig. Also wie gesagt, man kann sagen, was man will. Es ist ein zweistöckig, riesengroß. Probieren wir. Yeah. So, wir gehen mal hier drüben. Es ist auch wieder Sachen. Also, schön gemacht. Guck mal, da kannst du, da können wir schönen Kaffee, das war bestimmt Starbucks. Da kannst du schöne Kaffee trinken und eine Gaudi machen. So. Also, wir gehen mal weiter. Das ist alles natürlich obergroß und oberdimensional. Ne? Flur. Und ja, komm, wir fahren mal mit hoch. So, also wir haben hier auch einen Porsche-Laden. Man sieht es hier. Ich sehe das gelbe Wägelchen. Also wir haben hier alles mitzugeben. Auch Autoverkauf. Das ist ja ein Ding. Also ich weiß, vor vielen Jahren, dass es so ein Kaufhaus gibt, wo eine Riesenabteilung, wo eine Etage nur Fahrzeuge sind. So, ja komm, wir wollen mal rumgucken. Das, was ist denn hier? Also es ist eine Bank. Es sind nur Automaten. Also wie man Automaten so aufmutzen kann, ist natürlich Heidi das. Hier haben wir wieder einen Kaffee, alles sehr steinig gemacht. Schön ruhig, sanfte Musik. Hier haben wir wieder Essen. So, das was ist jetzt Autoverkauf. GWM, tja.
kann ich mir ja nicht so erschleichen, was steigt. Essen Kaffee. So, mit einer Rutsche. Yeah. Ja, da müssen wir aber die Tante erstmal fragen, ob wir da was drunter rutschen dürfen. Hä? Ja, wenn solange hier keiner da ist, können wir nicht einmal rutschen. Das geht nicht. Ich würde sagen, wir warten und gucken und dann sehen wir, ob wir rutschen können. Ja. Okay, also in die Werbung. Also hier sind wir wieder, es geht doch um Autos. Ich weiß natürlich nicht genau Bescheid. Ich sehe das immer nur Hawaii. Und hier kann man theoretisch sein, die Farbe bestimmen, was man reinhaben will. So, na komm, wir gucken mal. Also um das mal zu erklären, warum das so aussieht, es ist hier oben ein Werfer, ein Farbwerfer, und dann kann man es hier anmalen und normalerweise wird das dann in der Farbe hier ausgestrahlt. So, wollen wir weiter? Was haben wir hier? Immer noch ein riesengroßes Kaffeespiele. Ja, ich weiß nicht, was das hier ist. Es sieht aus wie Ramschladen, aber das kann ja hier nicht sein. Also ist alles sehr, sehr weihnachtlich. Ich würde sagen, wo ist er hin schon wieder? Was machst du hier? Spielst du ein bisschen, trinkst du was? Ja, nicht, aber nicht so. So. Komm, wir gehen mal runter. Ich habe da noch was Schönes gesehen. So, also. So, hier sind wir wieder. Sind da etwa auch kleine Weihnachtsliedchen? Also hier haben wir die Glasabteilung. So, und jetzt werden wir mal runterfahren. So, da haben wir Eis. Also es ist alles da. Ich glaube, wenn man was braucht, hier gibt es alles. So. Boah, hier haben wir wieder einen riesengroßen Spaßplatz für Shopping-Leute. Und alles wunderschön gemacht. Da oben haben wir Massagestühle. Ihr seht es hier. Ja, das war zum Runter. Ach so, jetzt haben wir hier gleich wieder, das habe ich ja gemeint. Ja, mal wieder Autoverkauf. So, und was haben wir hier? Jawohl. Ich würde mal sagen, sehr schön. Ja, den hast du auch gleich gern, ne? Ja, man sieht, dass du mein Kind bist. Ansonsten, ja, wer Interesse hat, und wer mir mal was Gutes gönnen möchte, also ich würde sagen, Weihnachten steht vor der Tür. Guckt euch noch mal genau an. An der M5. Also ich freue mich und bedanke mich schon mal. So, ab hier geht's. Schon wieder auf der Karre, ja? Kommt halt schon auf dem Motorrad. Nee, das können wir nicht hinsetzen, das können wir nicht machen. Da steht nicht sitzen da. So, na, da wir können ja gar nicht sitzen. Ja, da kannst du dich kurz hinsetzen. Jawohl. So, also Papa geht weiter. So, also wie gesagt, hier sind noch etliche Sportläden. Wir sind gleich durch, Odi. Ja, Odi ist ein bisschen, Odi will spielen. Wir gehen noch davor und dann.
müssen wir uns aber angucken hier alles. Guck mal, wie schick das hier alles aussieht. So. So, dann gucken wir mal. Wow. Ja, ist denn schon wieder Weihnacht? Guck mal. So, in dem Sinne würden wir sagen, wenn euch unsere Movies gefallen, Jan Abudalasa. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir treu, guckt zahlreich und was? Ja, was? Werdet alle glücklich. Eure Tattoo-Männer, bye bye. Also, was hier natürlich noch sehr schön ist, ich habe die Mütze auf, ist, muss ich echt sagen, na, der Kameramann ist wieder hier, für das war. Also, es stand vorhin auch einer da. Aber ich finde das schon so wie. So. Also, geh bitte daran, Otto, auf den Stuhl und dann gehen wir zum Auto. Also, bye bye. Hier ist er doch schon. Guck mal, wie leise der ist. Ich weiß nicht, ob ich mich an das Leise so gewöhnen könnte. Also,